Was geht auf YouTube? Mein Name ist Dominik, ich bin Powerlifter und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir befinden uns heute am Dienstagmorgen vorm Beugetraining. Heute stehen wieder schwere Kniebeugen an und Spodo Indo Competition, Bench Press und ein bisschen Assistenzübung danach. Ja, seid gespannt. Triple steht auf dem Plan mit 192,5 Kilo. Mal gucken, wie die gehen werden. Ja, sonst steht auch, wollte ich auch gar nicht mehr sagen. Ich gönne mir jetzt gleich mein Pre-Workout. Ja, gehe davor noch meine Runde, nachdem ich gefrühstückt habe. Und dann sehen wir uns gleich auch schon im Gym. Viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Einfach rein ins Training. Ballern, Junge, ballern! Eine Sache noch, bevor das Video richtig startet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefällt und gefallen hat. Abonnieren, Glocke aktivieren und immer schön teilen, denn das macht Freude und Spaß. Und Unterstützung natürlich auch. Vielen Dank für euren Support. Kurs geht raus, wir sehen uns gleich im Training. So, in der Dienstageinheit standen wieder Competition Squats als erste Übung auf dem Plan. Hier im ersten Clip war der Topsatz zu sehen mit 192,5 Kilo auf dem Triple, also 3 Wiederholungen, mit morgens 92,7 Kilo Körpergewicht. Und es war ein kleiner PR, denn die haben sich deutlich leichter und schneller mit weniger Körpergewicht bewegt, wie in der Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft. Ja, also es ist ein kleiner PR, den ich schon mal verzeichnen kann, was natürlich super ist. Kleines technisches Problem war noch, dass ich die Fußspitzen zu weit nach außen gedreht habe und dadurch die Knie so von außen nach innen quasi getravelt sind. Das hat mir so ein bisschen unnötig schwer gemacht, aber da haben wir auch schon Abhilfe gefunden, wie ich das nächstes Mal bzw. in den nächsten Beugeeinheiten besser machen kann, damit das eben nicht passiert und die Kniebeuge eben noch effizienter wird. Aber wie gesagt, alles in allem war diese 3 Wiederholungen mit 192,5 Kilo ein guter PR und die haben sich auch sehr schön bewegt. Also es geht in die richtige Richtung. Dazu sieht man auch gerade jetzt noch gut, ich habe meine neuen Notorious Lift Schuhe in der richtigen Größe jetzt, Größe 44. Ich kann dazu nochmal ein extra Video machen oder so, weil die sind jetzt deutlich, deutlich besser. Hier jetzt im zweiten Clip war einer der Backoff-Sätze mit 157,5 Kilo für 6 Wiederholungen. 5, 6, ich weiß gar nicht genau. Ja, hier sieht man das auf jeden Fall etwas deutlicher, dass die Knie so nach innen fallen. Aber wie gesagt, da ist schon ein Plan geschmiedet für die nächsten Beugeeinheiten, dass das eben nicht mehr passiert und wird deutlich effizienter. Auch hier eben weiter beugen können. Ja, danach stand wieder Spodo Into Competition Bench Press an. Diese Woche schon mit 95 Kilo. Auch wieder 4 Sätze, 4 Wiederholungen, 2 Wiederholungen Spodo, 2 Wiederholungen Competition Bench Press. Liefen auch alle Sätze sehr geschmeidig und leicht. Also auch da sind Fortschritte zu erkennen und es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und danach gab es dann noch Chest Press, wieder mit 80 Kilo. Ich glaube sogar 1 oder 2 Wiederholungen mehr als letzte Woche. Die gingen auf jeden Fall deutlich einfacher als letzte Woche, was eben mit dem davor herangegangenen Steigerung im Bankdrücken natürlich sehr gut ist. Danach gab es noch wieder 3 Sätze Trizeps am Tau, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr aufgenommen. War auch ein bisschen voll an dem Tag, aber alles in allem eine super Einheit wieder gewesen. Wie immer, es läuft auf jeden Fall alles nach Plan. Lecker, lecker, Reis mit Pute. Guten Appetit. Heute gibt es auf Mittwoch übrigens wieder Wraps, aber diesmal Protein-Wraps von ihr More Nutrition. Haben ja ganz gute Dings, Werte, 118 Kalorien pro Wrap. Ich bin mal gespannt nachher, wie die schmecken.
Nährwerte kann ich auch einmal kurz zeigen. Da haben wir hier auf ein Rep 3,2 Gramm Fett, 14 Gramm Carbs und 7,6 Gramm Eiweiß, ein halbes Gramm Salz, 2,4 Gramm Ballaststoffe. Ja, also sieht ganz gut aus. Ich guck mal eben, was die gekostet haben. Ihr Rep-Protein, da 3,70 Euro. Oh. Genau, für 8 Stück. Ich bin mal gespannt nachher, wie die Konsistenz ist, wie die schmecken. Ich werde euch auf jeden Fall noch berichten in der Zwischensequenz, bevor es morgen wieder ins Training geht. Keine Sorge, ich halte euch da auf dem Laufenden. Vielleicht ist das ja noch besser als die ich letzte Woche hatte. Ich gehe mal davon aus jetzt einfach. Ja, wie gesagt, wir werden das sehen. Ich werde euch berichten. So, hier noch auf meiner Mittagsrunde unterwegs. Schritte müssen ja gesammelt werden und die Rest Days quasi aktiv genutzt werden, die Aktivität oben zu halten. Dann sind ja immer mehr oder weniger aktivere Rest Days durch die Runden, die ich immer gehe, die Spaziergänge hier. Ja, macht auf jeden Fall immer Spaß. Vor allem jetzt auch bei dem Wetter, weil es nicht mehr so warm ist. Es ist jetzt ein bisschen kühler, irgendwie nur noch 19, 20 Grad. Da macht das Ganze auch wieder angenehm und entspannt. Na, jetzt die letzten Tage, wo es ja so warm war, fast 35 Grad, teilweise auch noch mal mehr, bisschen weniger, über 30, aber auf jeden Fall ist auf jeden Fall immer viel zu warm. Ja, heute Abend noch die Protein Wraps ausprobieren von More Nutrition, die ich euch vorhin gezeigt habe. Na, dazu gibt es dann auf jeden Fall noch ein kleines Update. Und danach sehen wir uns wahrscheinlich morgen vor dem Training, wenn es wieder Pre-Workout gibt. Und danach dann im Gym. So, die Protein-Wraps, habt ihr gerade einen kurzen Ausschnitt gesehen, waren auf jeden Fall sehr mundig. Die Konsistenz war deutlich besser als von den Wraps, die ich letzte Woche hatte. Ich weiß nicht mehr genau, war ja irgendwie Bio-Vollkorn-Dinkel. Die von More Nutrition jetzt, das waren Weizen-Protein-Wraps, hatte ich ja vorhin gezeigt. Also die Konsistenz war richtig gut. Die sind, egal ob ich sie warm gemacht habe oder kalt gegessen habe, weil ich habe extra beides ausprobiert, nicht gerissen, haben schön gehalten, ließen sich schön rollen, halt dieses unten hoch und dann übereinander klappen, wie man halt das bei Wraps so macht. Geschmacklich fanden die auch sehr nice, haben sie sehr gut geschmeckt. Auch da war kein wirklicher Unterschied zu erkennen, ob man die jetzt warm gemacht hat oder kalt gegessen hat. Also die von More Nutrition, die Protein Wraps, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für Wraps, da sind ja auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten drauf. Einmal kann man da irgendwie Pizza mitmachen und als Dessert nehmen. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Wenn ihr das wollt, dass ich das mal ausprobiere, ne, diese beiden Varianten, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann können wir das vielleicht in einem der nächsten Videos mal machen. Aber wie gesagt, für Wraps kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Hat sehr gemundet. Ja, ich gehe jetzt hier noch meine Abendrunde zu Ende und dann geht es morgen ins Training. So, in der Donnerstag-Einheit stand dann auch wieder Competition Deadlift auf dem Plan. Hier der Topsatz mit 210 Kilo für 5 Wiederholungen. Liefen sehr gut, haben sich gut bewegt. Ich bin ja jetzt dabei, den Slack unten immer rauszuziehen und geduldiger vom Boden zu heben, was noch etwas neu für mich ist und das Ganze eben ein bisschen ungewohnter und vom Feeling her noch etwas schwerer macht. Aber das macht an sich halt einfach leichter nachher gesehen, wenn man das dann eben beherrscht. Und es hat sich ja auch schon besser angefühlt, so ist nicht. Es ist halt nur noch ungewohnt. Danach einer der drei Backoff-Sätze mit 177,5 Kilo für 6 Wiederholungen. Auch die haben sich super bewegt. Also auch hier im Kreuzheben geht es sehr gut voran. Wir sind auf dem richtigen Weg, technisch sowie kraftmäßig. Also von daher, es läuft alles, macht Spaß. Wir sind auf einem guten Wege. Danach gab es als dritte Übung wieder Tempo, Feed-Up, Close-Grip
Bench Press. Diese Woche schon mit 77,5 Kilo in allen 5 Sätzen. Überall die Reps in Reserve eingehalten. In den ersten 4 Sätzen 2 bis 3, im letzten 0 bis 1. Auch da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe aber gemerkt, die Brust war noch ganz gut angeschlagen vom Dienstag, weswegen ich da 1-2 Wiederholungen weniger gemacht hatte als letzte Woche, aber die Reps in Reserve eben eingehalten habe. Also von daher alles tipptopp. Danach noch wieder Seitheben und danach wieder eine Bauchübung. Die habe ich jetzt leider auch nicht gefilmt. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Fand ich auch nicht mehr sehenswert. Ja, also von daher alles in allem die erste Hälfte der 4. Trainingswoche top verlaufen, alles nach Plan, kann mich nicht beschweren, Code kann sich nicht beschweren. Ja, seid auf jeden Fall gespannt, was in der 2. Hälfte ansteht, weil Bankdrücken wird hoffentlich vielversprechend. So, am Ende des Videos angekommen, hoffe ich natürlich erstmal, dass euch das Video gefallen hat und ihr ein Like gegeben habt und natürlich auch in die Kommentare geschrieben habt, wie euch das Video gefallen hat, vielleicht auch ein Abo dagelassen habt und das Ganze mit euren Freunden geteilt habt, wenn ihr das so wild fandet. Hier am Ende seht ihr jetzt nur ein Bild und kein richtiges Outro, weil ich hatte das Outro schon aufgenommen. Ja, ich weiß nicht, was mit der Datei passiert ist irgendwie. Ja, die hat es auf jeden Fall nicht heile vom Handy auf den PC geschafft. Deswegen seht ihr hier mein schönes Gesicht im Hintergrund. Ja, nächstes Mal auf jeden Fall wieder anders und ein richtiges Intro auf jeden Fall. Aber ich wollte das jetzt nicht nochmal aufnehmen, weil das eben draußen auf meiner Runde war. Richtig mit Hinsetzen und Stativ aufgebaut und so. Deswegen nehme ich das jetzt hier schnell am PC nochmal auf, damit ich das Video heute eben noch für euch fertig bekomme. Damit ich das dann, wenn ihr das morgen seht, also quasi am Freitag. Morgen, wenn es veröffentlicht wurde, eben schon fertig ist. Klar, ich könnte jetzt auch morgen früh noch schnell was aufnehmen, aber wie gesagt, ich wollte das heute noch fertig bekommen, damit ich dann quasi ab morgen schon mit dem Schnitt für das Wochenendvideo anfangen kann. Ja, genau. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video mal wieder fandet. Ich hoffe natürlich gut. Ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende und dann sehen wir uns Sonntagabend wahrscheinlich wieder in der Wochenendeinheit. Schönes Wochenende und haut rein, meine lieben Friends.